Tipps für Ihre Sicherheit von Kriminalrat AD Lothar Schirmer. Nein, Sie nennen es nicht mehr Timesharing, das Geschäft mit dem Erwerb einer Urlaubswohnung auf Zeit. Der Begriff Timesharing ist durch viele schwarze Schafe in dieser Branche zu sehr negativ belastet. Jetzt preist man sogenannte Holiday Packs oder Mitgliedschaften in Urlaubsclubs an. Diese Modelle versprechen weltweit einen Luxusurlaub zu Discountpreisen. Allerdings verspricht das, was man für mehrere tausend Euro Mitgliedsbeitrag bekommt, nicht unbedingt den Erwartungen der neuen Mitglieder. Oft werden mehr Mitgliedschaften verkauft, als Urlaubskapazitäten vorhanden sind. Standardantwort für eine Buchung an einem super Urlaubsort ist in der Regel, dass die Kapazität ausgebucht ist, aber ein anderer Urlaubsort buchbar ist. Der wiederum ist alles andere als luxuriös. Aus derartigen Verträgen herauszukommen, ist echt problematisch. Die Laufzeit der meist in Spanien abgeschlossenen Verträge beträgt maximal 35 Monate, sodass die Schutznorm des spanischen Timesharingsrechts, die für Verträge ab einer Laufzeit von 36 Monaten gelten, unterlaufen werden. Also Vorsicht, liebe Urlauber! Gerade in sonnigen Urlaubszentren locken diese Art von Geschäftemachern mit fingierten Gewinnen bei Glücksspielen auf der Straße potenzielle Kunden an, um sie dann gnadenlos abzuzocken. Sollten Sie einmal in die Mühle solcher Typen gelangen, dann achten Sie darauf, dass Sie keine persönlichen Daten weitergeben und auf keinen Fall eine Kopie Ihres Ausweises unbedacht fertigen lassen. Sonst könnte aus Urlaubslust leicht Urlaubsfrust werden.